Heute bei Juliana Matthäus fertigen wir gemeinsam das It Piece The Frances Headband, einen gerüschten Haarreif, der mit Modebloggerin Franziska Albrecht, bekannt als Frances, entstanden ist. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal, ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Kleine Erinnerungen schaffen, etwas Handgemachtes verschenken oder für sich selbst kreieren und das mit einem nachhaltigen Gedanken. All das waren Dinge, die immer wieder im Raum standen, als wir mit Modebloggerin Franziska Albrecht, bekannt unter dem Namen Frances, gesprochen haben. Basierend auf ihren Vorstellungen haben wir ein wunderschönes Accessoire gefertigt aus feinster Seide, das The Frances Headband. Denn Franziska legt nicht nur Wert auf hochwertige Haarprodukte, die toll aussehen, sondern das Haar auch noch pflegen. Und was gibt's Schöneres, als diese selbst zu machen? Heute zeigen wir euch, wie das geht. Das The Frances Headband gehört zur Kategorie Ready to Craft und das bedeutet, dass ihr keinerlei Erfahrungen im DIY oder Nähen mitbringen müsst, um euch selbst coole Pieces zu schaffen. Denn wie immer zeige ich euch hier Schritt für Schritt, was genau zu tun ist, bis der fertige Haarreif entsteht. Macht also direkt mit, pausiert, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr mögt, dann kann nichts schiefgehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr das Juliana Matthäus The Frances Headband DIY Set schon da habt, dann kann es direkt losgehen, denn wie immer habt ihr schon alles da, was ihr braucht, in der perfekten Menge und in hochwertiger Qualität. Ja, und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektion mehr verpassen. Ja, und dann würde ich sagen, lasst uns mal gemeinsam in das DIY-Set schauen. Als erstes haben wir hier einen Umschlag mit zum Beispiel Informationen zur Pflege, dann ein hochwertiges Stück Seide genau in der richtigen Menge, unseren Haarreif, ein Stück Schaumstoff, ein Schnittmusterteil, ein farblich dazu passendes Ripsband, Nähgarn, eine Nähnadel und das Juliana Matthäus Stoffetikett. Damit kann's losgehen. Als erstes brauchen wir einmal unser Schnittmuster und zwar schneiden wir das einmal genau da entlang aus, wo das Scherensymbol abgebildet ist. Das ist eine gestrichelte Linie, die wie so eine Art Ellipse bildet. Außerdem findet ihr hier auf dem Schnittmuster noch einen QR-Code und einen Link zu diesem Tutorial, aber das habt ihr ja inzwischen schon gefunden. Nehmt euch dann eine Papierschere und schneidet das Schnittteil einmal aus. Perfekt, das brauchen wir jetzt einmal zusammen mit unserem Schaumstoff, denn genau dieses Schnittteil wird jetzt aus unserem Schaumstoff ausgeschnitten. Den legen wir einmal vor uns hin, darauf das Schnittteil, so einmal mittig drauf. Dann halten wir uns das gut fest, immer mit einer Hand und mit der anderen schneiden wir es aus. Probiert das möglichst ordentlich und möglichst genau da an der äußeren Linie von unserem Schnittteil. Dann wird es auf jeden Fall gut werden. Als nächstes schneiden wir die Ecken so ein bisschen abgerundet ab. Da zeige ich euch jetzt wie, nämlich seitlich. Jetzt aktuell ist es ja überall gleich dick, aber das möchten wir ändern. Hier an den äußeren Kanten möchten wir jetzt einmal quer hier hochschneiden. Nehmt euch das einfach zwischen die Schere, schneidet da so ein bisschen so ein Scheibchen ab. Und wenn da jetzt noch eine kleine Ecke drin sein sollte, dann guckt auch, dass ihr das ein bisschen ausgleicht. Das wird man zwar nicht richtig sehen, aber lässt sich dann, wenn es einfach noch ein bisschen ordentlicher ist, ein bisschen gleichmäßiger, einfach besser ankleben, gleich auf unseren Haarreifen. Ja, wenn wir das bei der einen Ecke gemacht haben und zufrieden sind, dann machen wir das auch noch beim anderen Ende. So sieht das dann aus. Dazu können wir uns jetzt unseren Haarreif nehmen. Und hier auf die obere Seite, da kleben wir jetzt unseren Schaumstoff auf und zwar mit dem Heißkleber, den ihr habt. Dabei wird die Seite mit dieser abgeflachten, abgerundeten Kante jeweils mit der Unterseite auf den Haarreif gelegt. Genau so. Die Seite, die wir also nicht beschnitten haben, ist jetzt die äußere. Achtet gleich darauf, dass jeweils an den Seiten hier unten gleich viel Abstand ist, also so 2-3 cm und der Schaumstoff gleichmäßig auf den Haarreif verteilt ist. Also hier in den letzten Zentimetern ist kein Schaumstoff mehr, der Schaumstoff endet etwas darüber. Ich habe jetzt also hier so eine handelsübliche Heißkleberpistole mit durchsichtigem Kleber und die ist dafür auch völlig ausreichend. Den Kleber trage ich jetzt in so einer Wellenform einfach mal hier auf der rechten Seite als erstes auf, stoppe also die paar Zentimeter hier vor meinem Ende und lege jetzt meinen Schaumstoff mit der abgerundeten Ecke da an, also hier diese 2-3 cm vom Ende entfernt geht es los und drücke einfach diese Hälfte jetzt schon mal an.
Ja, genauso geht es weiter mit der anderen Seite. Ich drehe mir das Ganze einmal um. Mache hier wieder mit einer Wellenform weiter mit meinem Kleber. Und zwar bis hier unten, dort wo der Schaumstoff gleich endet. Auch dann drücke ich den Schaumstoff einfach wieder an. Gucke auch, dass er schön gleichmäßig immer mit den Rändern von meinem Haarreif abschließt, also schön mittig drauf liegt. Und dann ist ja das meiste schon mal befestigt. Nur noch hier unter den Enden mache ich so ein bisschen Kleber drunter. Und drücke das auch dort noch an. So, auf der anderen Seite auch noch. Perfekt, und damit ist unsere Base jetzt schon mal vorbereitet. Jetzt benötigen wir unsere Seide und legen die so vor uns hin, dass die lange Seite quer vor uns liegt und die matte Seite, die liegt jetzt nämlich oben. Die glatte Seite, ihr könnt es leicht erfüllen, die liegt jetzt quasi auf unserem Tisch und ich nehme da mir dazu ein Lineal, ihr könnt auch ein Geodreieck oder ein Handmaß wie hier benutzen und einen Stift, einen Kreidestift. Ihr könnt aber natürlich auch einen Buntstift nehmen oder irgendwie einen weichen Bleistift. Alles, was sich so ganz gut dann später lösen lässt und was nicht bis auf die andere Seite durchschimmert. Ich markiere mir jetzt in einem Abstand von 1 cm zur Kante eine gerade Linie, denn das ist genau die, auf der ich gleich nähen möchte. Je näher die Linien hier beieinander liegen, desto besser wird's. Gerne könnt ihr die auch komplett verbinden, sodass ihr nur noch eine lange Linie da habt. Und ja, wenn ihr einmal die komplette Seite hier oben in dem Abstand von 1 cm markiert habt, dann kann es weitergehen mit Nähen. Dafür falten wir uns unser Stück Seide einmal hier in der Mitte um, sodass die glänzende Seite jetzt innen liegt und wir die Matte wieder hier oben mit unserer Markierung außen haben. Und dazu nehmen wir uns einmal Stecknadeln und stecken die jetzt auf unserer Linie, die wir eben markiert haben, immer von rechts nach links durch beide Lagen. Und das so gut alle 10 cm. Immer wieder durch die Linie, einmal mit der Spitze, ganz durch beide Lagen und dann kommen wir so nach einem Zentimeter links davon wieder raus. Das hilft uns einfach gleich beim Nähen, denn wenn die Lagen jetzt schon befestigt sind, dann kann uns da auch nicht mehr so viel verrutschen, wenn wir gleich nähen. Ja, wenn das getan ist, dann sollte also eure gesamte Strecke hier einmal umgeschlagen sein und aufeinander gesteckt sein. Und die Stecknadeln gehen auch immer durch beide Lagen. Nehmt euch jetzt eure Nähnadel und so eine gute Armlänge von eurem Garn, die könnt ihr einfach abschneiden, fädelt das eine Ende durch das Öhr ein, zieht das Ende dann so ungefähr 20-30 cm lang und in das lange Ende macht ihr jetzt einen Knoten. Wie ihr das macht, ist egal, Hauptsache da sitzt ein Knoten. Und hinter diesen Knoten, wenn ihr den gemacht habt, könnt ihr den Faden dann gleich kurz abschneiden, einfach mit eurer Schere. Denn genau da, wo der Knoten sitzt, da soll der Faden jetzt enden. Los geht's mit Nähen. Wir entfernen unsere erste Stecknadel und fangen hier genau rechts an der Kante an mit unserem Handnähstich. Dafür halten wir die Kanten oben schön gerade aufeinander, stechen jetzt so in einem Abstand von einem halben Zentimeter rechts von der Kante entfernt von unten nach oben ein, ziehen die Nadel durch, bis der Knoten uns stoppt, stechen jetzt rechts davon ein paar Millimeter ein und kommen aber links von unserem Faden, der da hängt, wieder so 3 Millimeter weiter raus. Das ist eigentlich der Stich, den zeige ich euch jetzt ein paar Mal. Ich ziehe mir das dann immer einmal fest und zwar nicht zu fest, nicht, dass das Ganze sich so rafft, sondern es soll immer noch locker sein. Und jetzt, das ist die Ausgangsposition. Wir haben also einen Faden, der von unten nach oben hier rauskommt. Ich steche da ein, wo eben meine Naht hier schon zu sehen ist und komme links von dem Faden, der da hängt, wieder raus. Man geht also immer rechts rein, kommt links wieder raus. Beim nächsten Stich wieder rechts rein, kommt links wieder raus. Und das Ganze immer so in einem Abstand von 2-3 mm. Je kleiner, desto schöner, desto besser hält das Ganze. Werdet also nicht zu groß, mit zunehmender Zeit könnte das passieren. Sondern orientiert euch immer an den Stichen, die ihr zuvor gemacht habt. Ich gehe also hier wieder rein, dort wo meine Naht endet, die ich jetzt gerade schon gefertigt habe, und komme links wieder raus. Ich steche dabei immer durch beide Lagen, ziehe mir das Ganze fest, gehe hier rechts wieder rein, wo mein Stich ist, komme links wieder raus und so bildet sich eine Naht.
die so ein bisschen eine Nähmaschinennaht ja auch hier imitiert. Ihr könnt das vielleicht erkennen. Es wird einfach eine gerade Naht mit mehreren Stichen, die so hintereinander liegen. Genauso sollte das aussehen. Es ist nicht wichtig, dass die perfekt in einer Reihe liegen. Es ist natürlich schön, wenn ihr euch bemüht und das probiert so ordentlich wie möglich zu machen. Aber das wird man am Ende sowieso nicht richtig sehen. Wichtig ist nur, dass wir den Stich richtig bilden. Wir gehen also rechts rein, kommen links wieder raus, ziehen das Ganze fest und machen immer so weiter. Wenn ihr dazu jetzt noch ein bisschen Hilfe braucht, spult nochmal zurück und guckt euch das Ganze nochmal an. Wenn ihr den Stich einmal drin habt, dann wird es ganz einfach, ich sag's euch. Und wenn ihr Zugang zu einer Nähmaschine sogar habt, dann könnt ihr natürlich diese Naht, die ich hier gerade zeige, auch einfach mit einer normalen Naht schließen. Mit einer Stichlänge von 2,5. Gerne mit einer sehr feinen Nadel, wie einer 70er Nadel. Denn die Seide ist natürlich ein sehr feines Gewebe. Und ja, dann geht es natürlich schneller. Aber wenn man es komplett handmacht, ist natürlich auch schön. Und einfach super cool, weil es einfach jeder machen kann. Damit unsere Naht sich nicht löst oder selbst wenn sie sich mal löst, nicht ganz aufgeht, gehe ich hier einmal bei meinem Stich einfach irgendwann nach 10 cm ungefähr auf der Stelle durch meine beiden Lagen. Dann bildet sich hier so eine Schlaufe. Da gehe ich mit meiner Nadelspitze durch und ziehe das einmal fest. Genauso würde ich auch meinen Faden dann später vernähen. Und dann bin ich an dieser Stelle einfach so ein bisschen gesichert. Wenn was aufribbelt, dann nämlich nur bis da. Dann nähe ich wieder genauso weiter wie zuvor, gehe wieder rechts rein, komme links wieder raus, gehe wieder rechts rein, komme links wieder raus und mache immer so weiter. Ja, und wirklich denkt daran, dass ihr alle ungefähr 10 cm, auch öfter, wenn ihr mögt, einfach diese Stelle sichert, indem ihr einmal auf der Stelle näht und mit der Nadel durch die Schlaufe geht, die da entsteht. Dann seid ihr auf der sicheren Seite und es ist immer ganz gut. Wenn ihr mal einen Fehler machen solltet, dann probiert den Faden aus der Nadel zu ziehen und einfach den Faden aus unserer Seide zu ziehen, so lange, bis der Fehler eben behoben ist. Und wenn das nicht funktioniert, dann schneidet ihr den Faden einfach nochmal durch, zieht ihn raus und macht die Stelle, wo ihr gerade seid, ab der letzten Sicherung einfach nochmal. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr das Gefühl habt, oh, mein Garn vertüttelt sich die ganze Zeit, zieht das Garn einfach, wenn ihr den Stich gebildet habt, dementsprechend langsam durch mit eurer Nadel. Dann könnt ihr nämlich immer sehen, wenn sich etwas vertüttelt und dann direkt dagegen wirken, indem ihr das einmal enttüttelt oder einfach nochmal glatt hinlegt. Dann geht es auf jeden Fall viel, viel besser. Also macht es nicht zu schnell. Und wenn ihr dann hier am Ende angekommen seid, so wie ich, dann näht ihr einfach wieder auf der Stelle. So wie immer beim Sichern, geht wieder hier mit der Nadel durch die Schlaufe, zieht das Ganze fest, könnt es auch gerne nochmal wiederholen, dann ist es umso fester. Hier ist die Schlaufe, da ziehe ich das einmal durch und dann könnt ihr euren Faden einfach nah an diesem Knoten, den ihr jetzt gerade gemacht habt, abschneiden. Die erste Naht ist fertig, herzlichen Glückwunsch dazu und das ist auch die, die hier auf jeden Fall am längsten gedauert hat. Ja, so sollte das Ganze dann jetzt ungefähr aussehen. Ihr habt auf dieser Linie genäht, von vorne und hinten habt ihr alles getroffen. Und genau, es ist relativ gleichmäßig und es zieht sich nichts. Das ist das Wichtigste eigentlich. Also es sollte einfach eine schöne, glatte Naht sein. Der Stoff liegt einfach und bildet keine Falten. Beim Nähen ist es immer so wichtig, dass wir das, was wir gerade genäht haben, dann auch richtig bügeln. Das macht nämlich sehr viel aus. Dazu nehmt euch bitte einmal euer Band, was ihr jetzt gerade genäht habt, mit zum Bügelbrett. Und legt es so hin, dass ihr die Nahtzugaben auseinanderlegen könnt. Die werden auch auseinander gebügelt. Und zwar so, dass ihr am besten nur mit der Spitze bügelt. Ihr wollt jetzt nicht rechts und links hier so platt bügeln, sondern ihr möchtet am besten nur die Nahtzugaben hier erwischen und die ein bisschen auseinander bügeln. Das ist alles. Gut, wenn wir das gemacht haben, dann geht's weiter. Wir möchten jetzt noch eine kurze Seite hier verschließen. Und zwar soll die Naht, die wir gerade gefertigt haben, mit ihren Nahtzugaben da genau in der Mitte sein. Da stecken wir uns eine Stecknadel, um das Ganze schön festzumachen. Und diese kleine Strecke nähen wir jetzt einmal genauso zu wie eben. Ich habe hier wieder in meinem Faden einen Knoten und nähe wieder mit der gleichen Technik wie eben einmal diese kurze Strecke zu. Und auch hier, wenn ihr Zugang zu einer Nähmaschine habt, dann macht ihr einfach eine kurze Naht, verriegelt am Anfang und am Ende. Das geht auf jeden Fall auch.
Wir nähen das hier aber mit der Hand, nähen auch einfach drüber. Hier bei den Nahtzugaben, die ja umgefaltet sind, nehmen wir einfach mit durch. Also da haben wir jetzt quasi drei Lagen, wo wir durchnähen. Und ja, machen einfach mal weiter, bis wir auf der anderen Seite angekommen sind. Und da vernähen wir unseren Faden wieder, wie wir es auch vorhin gemacht haben. Nähen auf der Stelle und gehen mit der Nadelspitze einmal durch die Schlaufe. Ja, dann können wir den Faden da wieder abschneiden und weiter geht's. Als nächstes kommt eine, wie ich finde, ganz coole Sache. Nämlich stülpen wir das Ganze einmal um. Ich gehe hier einfach immer so mit zwei Fingern zum Beispiel rein oder einem Finger und ja, ziehe mir dann immer ein bisschen mehr raus. Und dann sieht man, ah, jetzt kommt die schöne glänzende Seite nach außen und die Matte, die verschwindet jetzt innen, genauso wie diese Nahtzugaben und unsere Naht. Alles wird man gleich nicht mehr sehen. Dann holen wir uns hier nur noch das Ende raus. Das Ende ist ja geschlossen, nämlich mit der kurzen Naht, die wir da gerade genäht haben. Ja, versucht einmal die schön hier eckig rauszuholen. Genau so. Könnt so ein bisschen rumschrubbeln. Und dann sollte das Ganze so aussehen. Diesen Tunnel, den wir also gerade gebildet haben, den ziehen wir jetzt auf unseren Haarreif. Ich fange auf der linken Seite an und stecke jetzt meinen Haarreif einfach in diesen Tunnel. Schiebe immer die Seide ein bisschen weiter. Die stoppt sich immer so ein bisschen auf dem Schaumstoff. Das ist ganz normal. Zieht einfach ein bisschen weiter. Seid vorsichtig, sodass euch die Naht nicht reißt. Zieht weiter und weiter, bis euer Ende von diesem Haarreif, wo ihr jetzt angefangen habt, das drauf zu ziehen, einfach an das Ende von der Seide stößt. Das ist jetzt bei mir der Fall. Ich habe jetzt auch darauf geachtet, dass die Naht hier immer an der Innenseite meines Haarreifs läuft. Bitte macht das auch noch. Dreht es einmal so, dass hier an der Innenseite des Haarreifs immer mittig die Naht liegt. Ja, dann gucke ich auch hier nochmal, ob das schön mittig ist. Hier sieht man, ich stoße jetzt genau mit meinem Ende vom Haarreif an die Ende hier von meiner Seide, an diese Ecke. Und da nehme ich mir einmal meine Stecknadeln zur Hilfe. Als nächstes bereiten wir nämlich hier den Abschluss rechts und links von unserem Haarreif vor. Jetzt falte ich mir einmal nach hinten, also nach innen, hier rechts und links meine Seiten um von meiner Seide. Stecke dann hier einmal eine Nadel, dass das nicht verrutscht. Da könnt ihr gerne durch Seide und Schaumstoff stecken. Auf der Rückseite probiere ich mir das möglichst flach zu legen. So. Und stecke auch da eine Stecknadel, sodass sich das nicht mehr auflöst und so bleibt, wie ich es gerade gelegt habe. Denn das möchten wir gleich zusammennähen. Ich gehe da einfach durch die Lagen durch mit einer Stecknadel. Ja, und habe das erstmal so. Das reicht erstmal für gleich. Auf der anderen Seite ist es so, die ist ja noch nicht geschlossen. Wir legen uns jetzt einmal die Kanten, diese offenen Fransigen, nach innen. Klappen so einen Zentimeter auf allen Seiten nach innen um. Nähen dieses Stück nämlich jetzt auch gleich noch zu. Dafür liegt hier diese Naht, die man da sieht, wieder mittig auf der anderen Lage. Und da kann ich mir jetzt rechts und links mal Stecknadeln stecken. Ich fange hier einfach mal auf der rechten Seite an, stecke hier wieder von oben nach unten eine Stecknadel rein, um das zu befestigen. Die wird jetzt gleich ein bisschen anders genäht von der Nahtart, als wenn man es quasi von der linken, also Mattenstoffseite näht. Aber das wird auch nicht schwer sein, ich sag's euch. Stecke hier links noch eine Nadel. So, auch durch alle Lagen. Dann ist das Ganze verschlossen und das kann ich jetzt gleich im nächsten Schritt zusammennähen. Nehmt euch den Haarreif einmal so vor euch, dass ihr quasi von innen reingucken könnt. Ihr seht das hier, so lässt es sich am einfachsten nähen. Ich habe in meinem Fadenende wieder einen Knoten, gehe dann hier einmal rechts einfach durch meine Seide, bis der Knoten uns stoppt. Ich bin so ein bisschen von innen zwischen die Lagen gegangen, gehe dann auf der oberen Seite da in die Kante und wandere in dieser Kante so ein paar Millimeter weiter, also nur in der oberen Lage. Ziehe die Nadel raus. Gehe dann gegenüberliegend, da wo ich rausgekommen bin, wieder rein, aber in die untere Lage, in den unteren Tunnel sozusagen, und gehe da ein paar Millimeter weiter. Das machen wir immer abwechselnd. Ich gehe also genau gegenüber, hier oben wieder rein, komme nach ein paar Millimetern wieder raus, gehe gegenüber wieder rein, unten, und komme da nach ein paar Millimetern wieder raus. Es ist wichtig, dass ihr einfach nur in diesen Tunneln bleibt. Denn so gibt es quasi wie so eine unsichtbare Naht.
Und die ist genau hier für perfekt geeignet. Ja, ihr merkt es vielleicht schon, der Haarreif setzt sich immer mehr und mehr zusammen und wir nähern uns auch schon bald dem Ende unseres Projekts. Aber wenn es euch Spaß gemacht hat, dann schaut doch super gerne anschließend auf unserer Website vorbei, www.julianamatejews.com, findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und sucht euch doch im Anschluss euer nächstes DIY-Projekt aus. Ganz egal, worauf ihr Lust habt, also ob es jetzt wieder handnähen soll, da gibt es natürlich auch noch schöne Seidenhaarbänder, die man machen kann, oder Makramee, Gürtel, Taschen, was im richtigen Nähen an der Nähmaschine, stricken, sticken, alles ist dabei. Ja, macht alles super viel Spaß. Manche Projekte könnt ihr super gut auf der Couch machen, andere im Park. Also ja, tut euch zusammen mit euren Freunden, werdet kreativ und lasst uns Mode wieder mehr wertschätzen. Und wenn ihr dann hier an der anderen Kante angekommen seid, vernäht euren Faden wieder. Ich mache das einfach, indem ich hier an der Ecke auf der Stelle nähe wieder und dann mit der Nadel durch die Schlaufe gehe. Ein, zweimal, zack. Und dann könnt ihr euren Faden einmal wieder abschneiden. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auch diese Seite genauso vorbereiten wie die andere. Ich gucke hier also wieder von der Innenseite, ne? Also da, wo die Naht ist, jetzt auch auf den Haarreif. Und falte mir einfach hier die Seide einmal von rechts und links, wenn ich gut anstoße, hier auch auf meinen Haarreif, nach innen um. Steck mir dann eine Stecknadel, um das festzumachen. Alles liegt möglichst glatt. Das ist wichtig, weil da ja gleich noch dieses Ripsband drauf kommt und dann wird es einfach am ordentlichsten. Gehe mit der Stecknadel hier einmal durch alle Lagen durch, so dass es fest ist. Auch auf der anderen Seite nochmal durch meinen Schaumstoff und die Seide. Dann verrutscht uns das Ganze nicht. Zack. Und dann können wir hier mit dem Nähen weitermachen. Kurzer Zwischenstand, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe die Seide jetzt auch mal ein bisschen gleichmäßiger verteilt. Könnt ihr natürlich auch jetzt gerne machen oder dann später am Ende. Auf jeden Fall nähen wir jetzt den unteren Teil hier von unserer Seide einmal gut fest und zwar genau da, wo wir ihn jetzt auch gesteckt haben. Das könnt ihr einfach mal so ein bisschen kreuz und quer machen. Das stellt dabei aber sicher, dass ihr in den unteren 4 cm bleibt, wenn ihr das macht. Näht also einmal eure Seide hier durch den Schaumstoff an mit ein paar Stichen, auch dann gleich noch auf der Rückseite. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Das ist ganz wichtig. Muss aber halt nicht super schön sein, weil da gleich dieses Ripsband drauf kommt. Jetzt ist einfach nur wichtig, dass unsere Seide hier befestigt ist und dann halt nicht später mehr verrutscht, sondern hier einfach gut mit abschließt. Ich bin jetzt ein paar Mal hier lang gegangen beispielsweise, ein paar Mal hier mit meiner Nadel durch Seide und Schaumstoff. Das ist so mein erster Befestigungspunkt. Dann vernähe ich hier einfach einmal. Vernähe noch ein zweites Mal, sodass das gut fest ist. Und dann kann ich den Faden abschneiden. So, wiederholt auch das gleiche bitte noch auf der anderen Seite, also auch wieder außen, innerhalb dieser unteren 4 cm, da wo ihr eben auch die Stecknadel hattet, und näht da einmal durch eure Seide und durch den Schaumstoff. Am Anfang habe ich einen Knoten, am Ende werde ich wieder vernähen. Ja, macht das bitte einmal. Ich schneide dann nach dem Vernähen wieder meinen Faden ab. So, habe also jetzt zwei Stellen, eine rechts und eine links befestigt. Und als nächstes werden wir dann hier unten den Bereich, den wir ja bisher nur gesteckt haben, einmal zusammennähen. Und dafür nähe ich die Lagen einmal flach zusammen. Ich gehe einfach immer rechts rein, nähe nach links durch, gehe dann wieder von rechts rein nach links. Und nehme mir das einfach einmal platt. Das ist alles so ein bisschen Freestyle, wie gesagt, weil es später ja noch hübsch verziert wird mit dem Band. Innen drin ist einfach wichtig, dass es jetzt zusammengenäht wird und flach ist, aber da kommt es jetzt nicht darauf an, dass es super schön ist. An der Ecke jetzt würde ich es einmal vernähen, so wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Also durch die Schlaufe nähen. Und wenn wir die kurze Strecke haben, dann geht es hier einmal links so ein Stück weit hoch, ungefähr 3 bis 4 cm. Und da möchten wir nämlich jetzt die Lagen auch noch aufeinander befestigen. Auch da nähe ich jetzt einfach immer von unten hier die Lage einmal durch die Lage, die da runter liegt, auf die obere Seite sozusagen.
und nähe die einmal so aneinander. Also auch hier, wie gesagt, stellt einfach sicher, dass die Lagen hier aufeinander befestigt sind. Dort, wo wir die umgeschlagen haben, für so 3-4 cm, das ist wichtig, denn dann lässt es sich gleich noch schöner zusammennähen. Und ja, dann könnt ihr das Ganze vernähen, wenn ihr da um die Ecke so ein bisschen rum seid. Und das Gleiche noch auf der anderen Seite machen, bitte. Ihr seht, bei mir wird das Ganze hier so ein bisschen schräg, je nachdem, wie ihr das jetzt um euren Haarreifen gewickelt habt und eingeschlagen habt nach hinten, also die Seide, kann das gerne ein bisschen schräg werden, das ist egal. Hauptsache, es liegt schön flach. So sieht das Ganze dann jetzt aus, es nimmt Form an. Lasst uns gleich noch die letzten Schliffe verleihen. Dafür nehmt ihr euch einmal euer Ripsband und schneidet es einmal in der Hälfte durch, denn wir brauchen ja 2 Stück, also für unsere beiden Seiten 1 Stück. So, zack. Und dann fangen wir einfach mal mit der einen Seite an. Wir legen das Ripsband jetzt so an, dass eine Kante genau unten mit unserem Haarreif abschließt. Und wickeln das dann einmal rum, soweit es reicht. So. Schlagen dann die Kante nochmal ein, und zwar so weit, dass der Abschluss genau seitlich ist auf einer Seite. Je nachdem, wie ihr es wickelt, ist es also ein bisschen mehr oder weniger. So sieht das hier aber gut aus. Unten sollten auch alle Lagen gleichmäßig miteinander abschließen. Und dann könnt ihr euch einmal eine Stecknadel dazu holen und das Band einmal feststecken, damit wir es gleich auch schön annähen können. Ich steche jetzt wieder hier durch mein Band und auch gerne ein bisschen durch die Seide, dann kann uns das nicht mehr verrutschen. So sollte das aussehen. Hier unten schaue ich jetzt auch nochmal, dass ich das so ein bisschen mehr einschlage, sodass es auch schön gleichmäßig ist und gut nach unten zuläuft. So, wie ich das jetzt hier habe, passt es auf jeden Fall. Und dann könnt ihr das Gleiche einfach auch noch auf der anderen Seite vorbereiten. Nehmt euch dazu einfach euer anderes Stück Ripsband, wickelt es auch wieder drumherum und schlagt dann eine Seite ein, sodass die auch wieder seitlich an einer Kante endet. Denn da möchten wir gleich unsere nächste Naht machen. Damit ihr euch vorstellen könnt, wie das Ganze gleich aussehen soll, habe ich hier eine Seite schon mal vorbereitet. Habt die also an dieser kurzen Kante zusammengenäht und an der langen, die wir gerade gesteckt haben. So soll das gleich aussehen. Dafür machen wir wieder einen Knoten und unser Fadenende, gehen hier unten an einer Ecke als erstes von innen nach außen mit unserer Nadel durch und nähen dann immer von außen beide Lagen zusammen fest. Also ich gehe hier immer von der oberen Lage rein, von der unteren dann hier wieder raus und dann mache ich auf der anderen Seite hier rechts wieder weiter und mache das möglichst nah am Rand, also nur so einen Millimeter vom Rand entfernt, arbeite ich mich dann alle paar Millimeter hier weiter. Auch die Nahtzugaben, die nach innen gefaltet sind, nehme ich hier mit und nehme mir das Ganze hier einmal schön fest. Ich ziehe wieder nicht zu fest, sondern einfach so, dass es hier locker ist und sich nicht so zusammenkräuselt. Und dann möchte ich einmal die kurze Kante komplett schließen, bevor ich dann mit der längeren offenen Seite weitermache. Hier gehe ich wieder durch meine 4 Lagen inklusive der Nahtzugaben. Und wenn ich dann hier am Ende angekommen bin, dann kann ich natürlich einmal wieder gerne vernähen. Ja, und dann geht es hier ab der Ecke weiter, unsere etwas längere Strecke. Das machen wir genauso, wie wir es vorhin genäht haben, als wir die kurze Kante von außen geschlossen haben. Wir gehen immer quasi in diese Tunnel gegenüberliegend rein. Und dann genau dort gegenüberliegend wieder in den anderen. Also quasi immer wie so 2 gegenüberliegende U's, die so schräg versetzt sind. Ich gehe hier beispielsweise ja jetzt unten in den Tunnel für ein paar Millimeter, dann komme ich wieder raus. Genau da, wo ich rausgekommen bin, gegenüberliegend, gehe ich jetzt wieder rein in den Tunnel und zwar auf der oberen Seite hier zu sehen.
komm da nach ein paar Millimetern wieder raus und geh genau da gegenüberliegend wieder rein. Genauso mache ich es jetzt die ganze Zeit weiter, bis ich oben bei meinem Ripsbandende angekommen bin. Wenn das der Fall ist, dann möchten wir auch noch hier auf der Innenseite etwas lang nähen, um das Ganze auch noch hier zu befestigen. Und das ist dann noch die letzte Position, an der wir was festmachen. Hier mache ich es jetzt wieder so, dass ich von innen auf meinen Haarreif gucke, wieder einen Knoten in meinem Fadenende habe, einmal hier in die Seide einsteche und von innen nach außen auch in das Ripsband. Das ziehe ich einmal fest. Steche jetzt wieder hier in die Seide und von innen nach außen in das Ripsband und arbeite mich dann hier einmal auf der Innenseite entlang. Mache das Ganze wieder relativ weit oben am Ripsband, also sollte nur noch so ein Millimeter Platz sein. Und ja, wandert einfach ein paar Millimeter weiter, bis ihr einmal die ganze Strecke mit ein paar Stichen angenäht habt. Dann ist es auch hier alles schön fest und gesichert. Anschließend macht ihr genau das gleiche auch noch auf der Vorderseite. Ihr müsst dafür auch nicht nochmal neu anfangen, sondern ihr wandert einmal einfach komplett im Kreis, bis ihr wieder da ankommt, wo ihr angefangen habt. Ja, und am Ende bitte wieder einmal den Faden vernähen und das Fadenende abschneiden. Genauso macht ihr das jetzt auf der anderen Seite auch noch. Und dann kommt nur noch ein letzter Schliff. Wahrscheinlich wisst ihr auch schon welcher, denn ein Teil aus eurem DIY-Set ist noch über, das Stoffetikett. Wie wir das annähen, zeige ich euch jetzt. Dafür nehmen wir es uns einmal, das ist ja ein längliches Etikett, und das nähen wir auf die Innenseite von unserem Haarreif. Dafür fädeln wir wieder unsere Nadel ein, nehmen den Faden jetzt dieses Mal doppelt, also das heißt, dass beide Enden von unserem Faden auf einer Höhe enden und machen einen Knoten in beide Fäden zugleich. Danach könnt ihr natürlich den Faden wieder abschneiden. Jetzt ist es an der Zeit, unseren Stoff hier einmal schön gleichmäßig zu verteilen. Macht es so, wie ihr es schön findet. Sollte relativ gleichmäßig sein. Ungefähr so. Und an die hier linke Innenseite nähen wir jetzt das Etikett. Achtet auch jetzt nochmal darauf, dass die Naht, die wir da haben, genau an der Innenseite entlang läuft und sich nicht verdreht. Ja, dann nehmt das Etikett dazu, genauso wie eure Nadel. Und wir positionieren es jetzt als erstes. Ich halte mir den Haarreif jetzt wieder so, dass ich auf die Innenseite schauen kann. Und genau hier mittig auf diese Naht möchten wir das Etikett nähen. Ich mache es mir einmal mit Stecknadeln fest, rechts und links. Hier, wenn ich die rechte Seite festmache, ist es wichtig, dass der Stoff darunter nicht komplett auf Zug ist, sondern eben auch hier diese Falten bilden kann. Also es ist mehr Stoff auf der Strecke als Etikett. Dann stecke ich es mir auch dort fest. So, einmal quer von oben nach unten. Alles klar, dann ist es bereit zum Annähen. So sollte das jetzt also aussehen. Ich fange hier einmal auf der Seite an, die beim Ripsband liegt. Halte mir das Etikett und den Haarreif einmal fest. Gehe hier unter meine Seide und unter das Etikett, bis der Knoten uns stoppt. Nähe hier jetzt ein paar Mal einfach durch, mittig bei dem Etikett, immer wieder durch Seide und durch das Etikett. 3-4 Wiederholungen. Und dann könnt ihr den Faden auch an der Stelle vernähen. Ich nähe also wieder auf der Stelle und gehe mit meiner Nadel durch die entstandene Schlaufe, wiederhole das Ganze noch einmal und schneide meinen Faden dann direkt nach dem Knoten ab.
da sind wir auch schon fertig mit unserem The Francis Headband. Ich hoffe, es hat euch wie immer richtig viel Spaß gemacht und ihr tragt euer neues Lieblingsteil mit ganz viel Stolz. Ich bin super gespannt darauf, eure Resultate zu sehen. Nutzt doch dafür gerne den Hashtag JulianaMatthewsOnMe, wenn ihr ein Foto von euren neuen Haarreifen oder Outfit-Kombinationen auf Social Media teilt. Ja, das wird uns mega interessieren. Also ich freue mich aufs nächste Mal im DIY, Handnähen, Makramee, Sticken, Stricken, was auch immer, worauf ihr Lust habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald, fühlt euch gedrückt.